Willkommen zu einer neuen musikalischen Folge 7 Day Z to the Rust Forest mit einem Mann, der einen neuen Smash-Hit auf den Markt geworfen hat, und zwar: Ich wollte nie ein Allmann sein. Korinthenkacker, wie sie alle sind. Denk an die Steuererklärung. Und an den Rechtsschutz. Bei der AOK. Oh Mann. Die machen nicht nur Krankenversicherung. Steuern zahlen macht Spaß. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Schöne oh Zähne. Ja. Zahnschutz ist super wichtig. Babaluga kann es sein. Werden Bio Allmann. Und lokal ist gut. Oh Mann, oh auch Mann. Auch deine Umwelt. Aber es ist ein geiles Lied. Oh, Bär! Schlag drauf! Oh, das ist ein schwerer Bär jetzt. Schwer Bär! Egal, hier. Er kann sich nicht bewegen. Ich kenne das aus dem Mittelalterspiel, ja. Ich hätte mich noch nicht gehittet. Du musst nice. Hinten das Puploch angreifen. Demobilisierungsmove nennt sich das. Ich hab's getan, den Demobilisierungsmove. Ja? Ich hab den Daumen abgeleckt und dann schon hinten rein. Ja, und dann ist man demobilisiert. Weißt du, das ist... Hast du schon mal so eine Demobilisierung bekommen? Ja, oder? Das passiert ja auch regelmäßig, ne? Nee, ich krieg die... Ich bin über 30, von der Krankenkasse krieg ich die bezahlt. Ja, schön. Einmal die große Hafenrundfahrt. Du hast aber auch immer Freude, weißt du, während andere irgendwie beschämt und voller, immer, weiß nicht. Einmal musste ich das bisher machen. Ja, aber andere gehen so hin und denken sich so, oh, ja, aber na gut, für die Gesundheit und weil meine Freundin bzw. Frau genörgelt hat. Und er hat gesagt, wirklich, sie haben das Puploch eines 12-jährigen Knaben. Das hat er gesagt, ja? Er hat gesagt, oh Mann, sie können aber eine Karriere als Schmuggler machen. Stell es mal vor, so richtig weird. So, wenn du so Arzt bist, weißt du, und irgendwer, und ne, man geht da jetzt nicht unbedingt, also die meisten Menschen gehen da jetzt nicht mit Freude hin und sagen Hurra. Außer Kreis, ja. Ich krieg jetzt heute mal die Hafenrundfahrt. Man ist ja auch ein bisschen nervös, wenn man es vorher schon weiß und so. Ja, vorhin, der Arzt zieht sich dann so den Handschuh aus und wirft den dann so in den Müll und sagt, sie haben wirklich das Puploch eines 12-jährigen Knaben. Was? Und wie sauber das war. Gucken Sie mal hier, weißer Handschuh, nichts braun. Das könnte ich mir ein bisschen vorstellen wie von diesem Zahnarzt. Hast du mal diese Serie geguckt? Wie heißt das denn? Das ist, das wird immer in so vier Parts aufgeteilt. Life in Pieces heißt die Serie. Ach ja, klar, kenne ich. Life in Pieces. Und da ist doch auch dieser Typ, der Zahnarzt ist. Und der wird so einen Spruch rauskloppen. Aber sehr gute Serie, hätte ich nicht. Die ist völlig unterm Radar gewesen irgendwie und dann habe ich die zufällig bei Arzmanon. An dem Punkt angekommen. Siehst du hier irgendwo einen Knast? Nee, ich sehe keinen Knast. Wo ist Le Knast? Ich meine vorhin, wo wir da vom Wasser gekommen sind, geradeaus, da habe ich in der Ferne so Wachtürme gesehen. Meinst du? Mama, ich mache erstmal den hier noch kaputt. Also ich meine nicht, dass ich weiß, dass ich die gesehen habe. Oder, Moment, wir müssen wahrscheinlich noch weiter rein. Das ganz da oben in der Ecke. Hier, lass mal in die Richtung rennen. Ignorieren wir alles und rennen los. Sprint, sprint. Das wäre meine Antwort zum Arzt. Weißt du, wenn er sagt, bitte bücken, würde ich sagen, ignorieren wir alles und rennen los, Leute. Ich renne immer stets nach Norden. Ich meine, der Knast ist riesengroß. Also, den kann man eigentlich gar nicht übersehen. Ah ja, hier. Oder? Ne, was ist das hier? Doch, Gefängnis. Oh doch, ja. Ja, doch, das sieht auch aus wie so ein Wachturm. Ui. Ja, ja, genau, so einen habe ich gesehen. Okay, der ist ja unglaublich geil. Wenn du hier deine Basis baust, weißt du, so mitten im Prison... Alter, eine Prison Base. Ey, guck dir das an. Die neue Serie. Ist das heftig oder ist das heftig? Prison Alter, Base. Das ist mega geil. Aber den müssen wir da ordentlich reinigen. Na, wahrscheinlich. Alter, was gibt jetzt hier für eine Party? Finden. Hast du Munition mitgenommen? Ich hab Munition guck mal, da dabei. Vorne läuft schon jemand richtig stolz. Boah, Alter. Warum locken wir jetzt alle an hier? Ich lock niemanden an. Ich stehe einfach nur hier und spiele mit meinem Hammer rum. Oh. Hier, dein Gleit kommt. Oh, was ist mit dem denn, Alter? Vicodin und Rotwein.
Nikotin und Rotwein. Das war seine Therapie. Alter, der ist echt böse. Ist ein Baum im Weg? Warte, ich nehme hier den, der von hinten kommt. Einfach drauf. Katana rein. Was, jetzt will er abhauen oder was? Guck mal, er so, ich bin Muskelboy. Hilft ihm aber null. Ordentlich T-Posen. Na, 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 na. Snoop Dogg. Gerne, gerne, gerne. Dio Double G. Bling, 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 bling. Ah, Leute, es ist 1 Uhr nachts, also da wisst ihr Bescheid. Bling, 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 bling. Da wisst ihr Bescheid, warum die Folge so ist, wie sie ist. Das sind diese Mitternachts-Sessions. Die sind da liegt eine Knarre auf dem Tisch. Ah, er hat eine Knarre gefunden. Oh, ist ja mal eine andere, ne? Was ist das? Das ist eine MR16. Ah, Wahnsinn, die hatten wir noch Janisch. Ja, man, ja, ich hab die schon mal gehabt, glaube ich. Nee, du hast eine AK. Ich hatte die im Menü vor dem großen Absturz. Guck mal, hier ist doch bestimmt irgendwie so die Wärterkammer, da gibt's doch bestimmt geiles Zeug. Ach, ja, du bestimmt. Heilige. Was ist da drin los? Party, ey, oder was? Da ist Hard Party. Alter, guck mal, da kommen sie raus. Freiheit! So, ich mach mal hier so ein. Ich verwöhne mal die Bande mit so einem Leckerli. Mit dem Schlecker. Wie hast du einen Schleckerbonbon reingeworfen? Mit einer kleinen Schleckerstange verwöhne ich die da drin. Oh, riech ja auch einem voll Haps in die Mund. Hier draußen riecht's auch voll nach Zimt. Ja, natürlich. Nein, Chris, das ist ein Schlagerfleisch. Riechst du Waffeln? Oh Gott. Ey, das sind ja noch super viele. Ich hätte sie alle erwischt, aber es geht weiter. Ja, im Knast, ey, was meinst du? Hier war bestimmt richtig was los. Als das Plündern losging und so, ne? Ja, stell mal vor, ich meine die ganzen... Also eigentlich rein theoretisch, ein Knast ist die perfekte Festung, wenn du sie gesäubert hast. Ja, aber das ist halt das Problem, ne? Wenn einer reinkommt, der gebissen wurde... Ja, aber so ein Ami-Knast ist im Endeffekt eine Burg. Boah, Alter, was hier gibt? Da im Schisspulver und so, alles. Schisspulver? Öl? Jojobaöl. Jojobaöl? Oil? Eule? Eulele? Eulele-Kanne? Ich hab eine Eulele-Kanne gefunden. Oh, Bubbele, reich mir mal die Eulele-Kanne. Komm, hier geht's zur Katino. Ich mach noch ein kleines Spritzerle oben auf die Kette. Ey, das ist eigentlich geil, wenn du hier eine Festung hast, ne? Eigentlich schon. Vielleicht sollten wir umziehen. Schon heftig. Aber das Katapult schießt bis hier hin. Aber stell mal vor, wir hätten oben auf so einem Turm die Möglichkeit, ein Katapult zu platzieren, wenn das irgendwie ginge. Ja gut, ich meine, wir könnten mit Foundations und so, ey, stecken wir hier im Boden, Alter. Die wollen breaken. Break the prison. Bodenzombies. Bodenzombies. Das ist aber eine Optimalhöhe fürs Headshotten. Fürs Headsticken. Ich kann ihn gar nicht treffen. Ey, diese Weiber ohne Unterkiefer, ne? Das sind die Taffen. Das sind die Taffen, ja, ja. Die so eine Glatze haben. Die Akte Jane. Die Akte Janes. Ich liebe Jesus. Oh, habt ihr es gehört? Holt den Spermex. Spermex. Oder hieß der nicht so? Ja, ja, ja. Alter, was hier alles drin ist. Boy, ich hab auch eine Knarre. Geil. Jetzt bin ich endlich im Club der bewaffneten Männer. Können wir ein bisschen reinlunzen in die Bengel, oder? Guck mal da, die Bodenbengel. Boah, die steckt das aber gut weg, ne? So eine Knarre ist nicht das aller Heilmittel. Hier gibt's auch wieder irgendwie ein Journal und so ein Zeug. Bin nur hier für das Journal. Ja, am Ende geht's immer nur um Journal. Wow, 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 von hinten eine riesige blonde Frau. Guck das mal an, die ist gigantisch. Alter, was für eine Wachstelle. Alter, Blondzilla. Alter, warum war die so riesengroß? Ich hab keine Ahnung. Musli. Blondzilla, ey. Hier in den Zellen sind auch noch welche drin. Oben sind auch noch welche. Guck mal, die sind hier stecken oben alle im Boden. Boah, hier in den Zellen gibt's auch Munitionskisten, wieso auch immer.
Der eine da oben hat aber erstmal Unterhose, Aufstand in Unterhose. Daran sieht man, dass es ihm halt auch ernst war. Ne? Der Mann hatte nichts zu verlieren. Ne, das war einfach so. Ob man die Knarre auch verbessern kann, dass die Knarre mehr Damage macht? Oh, das weiß ich gar nicht. Bestimmt, oder? Weil das wäre eigentlich keine ziemlich Ahnung. Gillo. Ja, ich werde von hinten gegillt. Aber rein prinzipiell, ich meine, ja gut. Weißt du, bei so einem Katana würde ich sagen, okay, das kann man schärfen oder so. Ja, aber vielleicht kannst du irgendwie Lauf modifizieren und so, da kannst du auch eine Menge machen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Aber dadurch wird sie nicht unbedingt, dadurch macht die Kugel nicht mehr Schaden. Ja, das, bei Hitman ist ein Headshot auch auf einmal ein besserer Headshot. Wenn ich hier mit einer M16 in den Kopf schieße, bist du tot. Egal, ob da ein paar Löcher im Lauf sind oder nicht. Nicht, wenn ich Hitman bin. Ja, nicht, wenn ich Hitman bin, weil meine Superglatze mich schützen kann. Ja. Die ist aus Eisen, Eisenglatze. Eisenglatze. Klingt eigentlich auch wie so eine Politur, Eisenglatze. Von Schwarzkopf. Kennen Sie das auch? Die Platte ist mal wieder ganz matt. Dann nehmen Sie Eisenglatz. Nehmen Sie Eisenglatz. Sie werden nicht nur glänzen wie eine Bowlingkugel, Sie werden auch gleichzeitig so hart. Ihre Frau wird sich ja freuen, indem Sie Gebären rückwärts mit ihr machen. Kennen Sie okay. die Rückwärtsgebärstellung? Das erleben Sie jetzt. Mit Eisenglatz. Mit Eisenglatz. Macht auch die Glatze schön nass. Früher hatte ich immer eine trockene, matte Glatze, aber jetzt, dank Eisenglatz. Beeindrucken Sie all Ihre Freunde aus dem rechten Sektor mit Eisenglatz. AfD-Landtag, Eisenglatz. Ach ja. Aber guck mal, der hier, der ist ja richtig grün. Der Grünspann geht um. Hat er sein Gesicht auch, ne? Ganz merkwürdig. Alter, da ist der Grünspann. Der meint doch der Grünspann, der hier. Der hat richtig den Grünspann angesetzt. Gamespond. Oh, oh, macht der Schaden. Alter, ja, macht der ja, Schaden. Ja, ja. Ich bin hier auch ganz schön. Vielleicht mal mit der Knarre ein bisschen drauf. Ja, würde ich sagen, mit der drauf. Alter. Huiuiuiui. Er hat es eingefallen. So, du dumme Sau. Komm, jetzt rennt er weg, der nackte Bengel. Voll gemein, ey, nicht schießen. Ohne Schießen auf dem Schulhof, hab ich gesagt. Boah, ich hab keine Muni fast mehr. Oh, was? Der steckt die Kugeln weg, als wären es kleine M&Ms. Als wären es Drehts. Kommt aus einer anderen Zeit. Da kommt noch einer mit so einem Freizeithemd. Freizeitkleidung im Knast? Was ist das für ein Verrückter? Au. Oh, ein Schlag und ich bin fast tot. Ich glaube, wir sollten hier einen stationären Schlafsack platzieren. Wenn wir jetzt draufgehen, ist voll der weite Weg. Ich habe gleich 200 Schuss verballert. Jetzt. Und, was hat er in seinem Beutel, du Beutula? Wahrscheinlich nix, ey. 11 Forschungsdinger und Gummiring. Alles klar. Der Standard halt. Der Standard, das habe ich immer dabei. 11 Blatt Papier und Gummiring. Ja, neulich wurde ich angehalten und dann hieß es, haben Sie einen Gummiring dabei? Ja, Sie wissen, ne? Warnweste und Gummiring. Was war das? Die Strip-Police oder die Gay-Police? Ja, neulich bei der Gay-Police. G-Police, gab es doch mal ein Spiel. Das war gut, das war richtig gut. Okay, ich kann hier eigentlich schon wieder so ein Kotelett in mich reinbullern. Ich habe noch 7 Koteletten. Jetzt ist ja nur die Frage, wo ist der Raum, wo halt Journal drin ist? Da hinten ist ja auch noch was irgendwie. Ja, hier ist auch noch. Oh, hier ist, was ist das? Ein Schwimmbad? Sporthalle? Oh, die Duschen. Die Duschen. Todesduschen. Oh, hier oben ist ein... Boah, was ist denn hier los? Was geht denn da oben? Oh, wir brauchen hier einen Hammer, Junge. Das habe ich in den Duschen schon öfters gehört. Der Hammer macht so schön AOE ein bisschen, ne? Ja, irgendwie. Das blättert sie auch schön weg. Und der entfernt Köpfe schonend. Ah, ich kann nicht aufhören, ich muss... Ja, das ist ein Klassiker. Ist ein moderner Klassiker, der Schrei. Und er hat hier so ein Hemd von Hein Blöd, Alter.
Das sieht aus wie der Pullover von Hein Blöd, ohne Scheiß. Das ist hier so ein Ralph Lauren. Oder wie würde der Pöbel sagen, Ralph Lauren. Ralph Lauren! Am besten ist Gaultier. Am besten ist Gaultier. Meine Mutter sagt immer Gaultier. Paul Gaultier. Ja. Das ist Gaultier, das Parfum. Ja, Mom, das ist Gaultier. Ja, ja. Das ist geil. Das ist bei meiner Mutter aber auch so, ey. Ja, das ist halt die Zeit, ne? Ja. Da hat man es so ausgesprochen, wie man es liest. Ja. Ich sprühe mir Gaultier jeden Morgen drauf, was? Gaultier? Riecht richtig nach Pferdestall. Ja, riecht richtig schon nach Stall, Ingrid. Ja. Sean Paul Gaultier. Der Jan-Paule Gaultier, den spritze ich mir mal drauf. Jan-Paule Gaultier. Oder hier kennst du meine Mutter. Meine Mutter hat früher immer gesagt, ja, da kommt heute noch ein Paket von Bon Prix. Bon Prix, Alter. Bon Prix. Oder es heißt Bon Prix oder so. Bon Prix, kommt heute ein Paket. Ey, ist ein Gräber. Ja, das ist der Knastfriedhof. Professorisch. Hier wohnt Bon Prix. Wurde hier begraben. Guck mal, das ist doch eine Stripperin ohne Haare. Schwer krank. Gar kein Zombie. Oh, der Hammer ist gut, Mann. Der Hammer ist echt gut. Ey, ohne den Hammer wären wir richtig gearscht. Richtig schön altmodisch Marmelade machen. Willis, aber hier sind auch mega viele Ressourcen im Knast. Voll viel Stein. Schon, ja, wenn man hier ein bisschen, guck mal, hier könnte hier so leben, Kupfer oder Eisen rausbröckeln. Eigentlich will ich gar nicht mehr zurück. Eigentlich will ich hier bleiben. Da oben mein Katapult irgendwie. Brücken Forever bauen. In Jail. Forever in Jail. Ich fühle mich richtig wohl im Knast. Ich fühle mich richtig gut. Oh mein Gott, guck dir den da an. Der hat ja gar nichts mehr auf den Rippen. Ey, in den Massen tun sie aber weh. Gut ist, der Hammer blättert die auch so nach hinten. Ja, und das Katana schneidet so schön auch gleichzeitig hier fünf Personen, weißt du? Aber jetzt stürzen sich auch nicht. Oh, das sieht nicht gut aus. Das ich versuche es. Ich werde gerangelt. Es. Ich werde auch gerangelt. Ich werde gerangelt, ich muss sprinten. Oh. Kotelett. Okay, Kotelett ist drin. Das war knapp, Mann. Hier war wieder so eine schleckende Lady. Oh, hier ist so eine blutige Kiste. Der eine wackelt hier mit dem Kopf, siehst du das? Der hat auch richtig Spaß, der Junge da unten. Hab ich denn da eigentlich? Mist hab ich bekommen. Schön. Mist. Ja. Survival. Ja, hier hast du eigentlich echt alles im Knast. Da geht's einem noch gut, ne? So. Ja, hier war die Welt noch in Ordnung im Gefängnis. Im Knast, da hatte ich alles. Jetzt warte bin ich mal, wieder auf der Straße. Ja, ich mach auf. Da liegt eine AK auf dem Boden, ey. Schmeiß da mal Cracker rein. Moment. Hast du noch? Ja. Horten hört schon wieder häusliche Gewalt. Ja. Ruft nicht die Polizei. Oh, ich hab die AK eingelunzt, irgendwie. Ja, ist ja nicht schlimm. So. Ich hab auch nicht mehr viel Munition. Aua. Wir müssen erstmal nach Hause Munition herstellen, irgendwann und so. Ich werd hier gerade gedingelt. Von dem Raucher, der Raucher wieder. Leg dich nicht mit diesen aggressiven, der ist ja nicht nur ein Zombie, der hat auch noch Entzug. Der Marlboro-Mann. Kann er nicht mehr rauchen. Achtung, Captain Marlboro. Wie viele Forschungsdaten hast denn du? Boah, keine Ahnung. Ich hatte vorhin, als wir angefangen haben, hatte ich 270 oder so, als wir angefangen haben. Jetzt habe ich 77. Also ich habe so viel eingesammelt. Brauchst du noch Muni? Ich weiß gar nicht, wie viel ich im Allgemeinen noch habe. Ich habe noch so 30, 29 und 23, 52 Schuss. Na jo. Ich gebe dir mal noch einen Packen, nimm mal den hier. Ja, aber der Laden ist so groß, ich habe keine Ahnung, wo wir hier Le Journal finden.
Wir waren jetzt überall drin, oder? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Im ersten. Ne, hier ist noch Party. Ah. Hat er noch Stänglis? Achtung! Oh, die tun aber böse. Also Dynamit ist anscheinend das Heftigste. Achtung, hier kommt noch einer von der Seite. Red Skull. Ein paar Knastworker hier. Dem ist so ein speckiger. Alter! Aber der hat sich selbst eine Scheibe aus dem Bauch gegessen. Ich glaube, der hat sich aber auch selbst das Hemd runtergerissen. Mit Bauch weg. Oh, hier ist doch mehr drin, als ich dachte. Sah eben so leer von außen aus. Aber Team Damage ist schon richtig gut, dass es weg ist. Sonst könntest du kaum überleben. Team Damage hat hart genervt. Alter, eine Gießkanne. Da hätte ich auch noch, glaube ich, eine. Oh, es gibt auch Hoffnung. Wir müssen bald schon zurücklaufen, ne? Oh ja, es ist ein weiter Weg. Guck mal, ich hacke in die Luft. Ja. Kriege auch noch mal was. Geil. Echt? Ja. Okay, cool. Oh, schau mal, hier kann man hier hoch gehen, Leitern? Ich weiß gar nicht, kann man Leitern hier im Spiel? Nee, das sieht nicht so aus. Ich habe halt keine Ahnung, wo hier Le Journal ist. Na gut, diese ganzen kleinen Nebengebäude haben wir jetzt durchgelunzt. Waren wir hier schon in dem da? Weiß ich nicht. Kommt da überhaupt rein? Ja, hier drüben. Doch. Wenn offen ist, waren wir schon drin. Das war die Dusche. Ach, das war die Dusche, okay. Waren wir schon in diesem komischen Ding? Was ist das hier für ein Laden? Sporthalle oder sowas. Moment, hier ist eine Leiter, aber... Hä? Geht's gar nicht rein. Aber das sind Zombies drin. Kann man hier die Bretter einschlagen? Geht das? Ah, du musst über die Brücke hin. Ajo. Ajo. Wie kommen wir dann an die Brücke? Hier waren wir schon drin. Oben wahrscheinlich. Ah, da oben ist eine Tür, ja. Ah, jetzt wieder hier ist ein Smoker. Boah, aber der ist riesig. Smoke on the border. Dö-dö-dö-dö-dö. Ich will da hoch. Weil ohne Journal gehe ich hier nicht weg. Ja, ohne Journal hätte es sich nicht gelohnt. Ist wieder. Hier, oh, hier ist Munition. Der kleine Packen da unten. Oh nein, da kommt wieder so eine Blasse mit Zunge. Die Blasse mit Zunge wollte ich sagen. Ja. Ah, guck mal, jetzt gehen wir mal hier rüber. Oh. Das ist wieder Party. Alter, das ist richtig Party. Willst du nicht ein paar Stänglis runterwerfen? Mal, erstmal hier oben hin. Alter, was ist das hier? Ach, nur eine Armbrust. Ich dachte schon, hier wäre was richtig, richtig krasses. Aber immer noch kein Journal. Nee. Journal de Mal. Ich habe, glaube ich, gar keine Stänglis mehr. Warte mal, ich schau mal. Nee. Ach so, oh. Dynamite ist aus. Ich habe aber eine AK. Oh, ich glaube, da hinten liegt's. What? Hab da nur noch einen Schuss drin. Oh. Boah, dieser Smoker. Komm schon, Alter, wie viel? Oh Gott, wie viele? Oh Gott, wie viele? Oh Gott, wie viele? Hier raus! Plötzlich World War Z. Oh no, das ist Doppelsmoke. Yes. Wie der gegurgelt hat. Was? Das sind ja noch voll viele. Schieß rein! Auf Deckungsfeuer. Ey, die sind doch aus dem Vault, die hier mit dem blauen Jogginganzug. Ja, ja. Das sind Arbeiter.
Warum schlägt ihr hier so wütend auf den Boden rum? Ich hab keine Ahnung, aber hier war auch kein Journal. Nee. Nur so ein Schrank. Das war's. Knast gesäubert, aber kein Tagebuch. Hm, oben waren wir. Ein paar schmuddrige Sportbeutel habe ich gefunden. Schmortbeutel? Kann hier irgendwas drin sein? Dass wir vielleicht hier in der Zelle irgendwie das Tagebuch des verzweifelten Gillies. Was steht denn im Journal drin? Na, uns fehlt noch ein Zwischenjournal, aber das hat keine Reihenfolge. Also das kann man auch so looten und sammeln. Hm. Das ist sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Sind so viele Fragen, die sich auftun. Aber vielleicht gibt es ja noch so ein Seitengebäude gibt es hier, glaube ich, noch. Warte mal, hier kommen wir in den Hof. So, da waren wir überall drin, ne? Eigentlich waren wir überall. Hier waren wir noch nicht. Das Gebäude ist das letzte. Uff. Was ist das für einer? Hier ist so ein riesiger Hip-Hopper. Ist die Tür eingeschlagen. Ja. Boah. Mach die Hip-Hop-Lady. Kotelettpause. Leute, ich habe laut Kotelettpause gerufen. Das ist offizielles Wort für Auszeit. Okay, hier geht's nochmal hoch. Im Gang ist echt schwierig mit dem. Naja, Katana. Da geht's richtig böse rund. Ey, komm schon, Bruder. Hat immer mal wieder so in die Zellen lucken. Irgendwo halt ein Buch drin liegt. Rein theoretisch kann es halt überall sein, ne? Ja, da liegt es. Vor allen Dingen, es könnte ja auch. Da ist es! Da yes! Es ist echt im letzten Raum! Ne, es ist, wirklich. So, ich hab den Funker. Nice. Mobiltelefon. Oh, wir kommen hier wirklich raus. Hörst du auch Enten? Ich hab Enten gehört, ja. Jetzt geht's los, Mann. Wir sind so kurz am Ziel. Toastbrot? Wenn du Enten hörst und Toastbrot riechst, dann hast du entweder einen Schlaganfall oder die Quarkokalypse kommt. Die Quarkokalypse. Ah, geil, Journal daran. Gefunden. Ja, jetzt kommt eines Tages zurück, ne? Das war's. Wenn sie dann hier. Wenn sie festgestellt haben, dass sie in der Überzahl sind, dann werden sie zuschlagen. Sind sie, glaub mir. Und sie werden lachen, weil wir sie Jahrzehnte mit Brot gefüttert haben. Ja, und sie dadurch nur stark und aggressiv gemacht haben. Ja, eben. Brot ist nämlich für die wie Testosteron. Ja, das ist so. Ja, das ist wirklich. Das haben anerkannte Wissenschaftler haben das auch so eigentlich quasi bestätigt. So, jetzt müssen wir eigentlich immer nur hier wieder geradeaus und irgendwann sind wir dann zu Hause. Vorsicht. Eigentlich muss man sich 20 Hasenfallen bauen, ne? Ja, eigentlich schon, weil irgendwie. Aber nee, du brauchst, glaube ich, immer nur fürs erste Upgrade Hasen, oder nicht? Und dann brauchst du Sperlingsprinzknochen oder so. Ja, aber trotzdem, oder? Du brauchst für Leder aus irgendeinem Grund immer Kaninchen. Weißt du, Wildschwein und sowas brauchst du nur für Upgrades. Und dann auch, glaube ich, nur eins immer. Aber wenn du so ein Lederbatzen machen willst. Ordentliches Kaninchenleder. Ich glaube, wir müssen hier oben lang, oder? Oder einmal über den Fluss, aber dann verrecken wir wieder. Ja, eben. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe gerade richtig viel Zeug dabei. Loot tut gut. Also Energy Drinks wären nicht schlecht in dem Game. Naja, vielleicht bringen sie ja sowas noch. Dass da halt die Ausdauer, wobei die schon echt extrem ist, ne? Aber will halt extremer. Ich will ein Fahrzeug. Darüber würde ich mich hart freuen. Ja, aber ich glaube, du siehst ja jetzt schon, wie clumsy das alles ist, so, ne? Ja, dann halt so ein Skateboard. Ein Skateboard. Fahrzeug. Einkaufswagen. Jetpack. Ein Jetpack. Ey, es gibt Zombies, dann kannst du auch rein theoretisch Jetpacks geben. Okay, ich gehe gerade an meine Substanz. Ich löse mich gerade auf, ich muss Pause machen. Jetzt geht's wieder.
Ich glaube, wir müssen hier so unten lang. Warte, ich guck mal kurz. Oh ja, wir müssen eigentlich dem Wasser folgen. Also wir sind auf der richtigen Seite. Irgendwann kommen wir schon da raus, wo wir raus wollen. Ich sehe schon eine Stadt. Ja, das ist unsere Stadt da hinten. Aber die Karte ist schon echt groß. Wäre jetzt geil, wenn in der Ferne immer noch so Explosionen wären von dem Katapult. So wird es kommen eines Tages. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin als nächstes? Oh. Oh, 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 oh. Flugfeld. Echt? Flugfeld gibt's auch noch? Ja, und da kommt ein Flugzeug uns abholen. Wenn die Enten uns aber nicht aufhalten und kamikaze-mäßig in den Rotor sich reinwerfen. Okay, man kann jetzt hier schwimmen, aber... Hä? Man muss aber hier an so einem dünnen... Nee, es geht... Man kann hier weiter lang gehen. Also an der Küste entlang geht schon. Dann kommen wir nach Haus. Dann sieht es cool aus. Dann und kommt da in ist der... wahrscheinlich alles tot. Ja, wahrscheinlich. Und in der nächsten Runde, also in der nächsten Folge, können wir dann eine dicke Tag 6 Welle machen. Und danach können wir dann noch zum Flugfeld. Wie, und dann ist es vorbei, oder was? Dann ist quasi vorbei, ja. Dann ist die Story auf jeden Fall zu Ende. Naja, so eine richtige Story ist es ja nicht. Klar, du kannst hier so ein bisschen Le Journal... Also uns fehlen noch... uns fehlen noch zwei Sachen. Das war jetzt J7. Insgesamt sind 7. Zwei fehlen uns noch. Ich hoffe, ich komme diesmal rüber. Geh oben lang. Sieht gut aus. Nee, es geht. Spaß, ja, ich glaube, ich glaub, man muss gar nicht durchs Wasser. Nee, muss man nicht. Oben kannst du irgendwann entlang. Ist ein Wohnwagen. Und ein richtiger Wohnwagen, ja. Meiner bricht gleich zusammen. Das ist eigentlich ein cooles Haus. Schande, dass die alle tot sind. Ach, sind wir hier bei der Forschungsstation? Riesenkarte. Riesenkarte, ja. Much potential. Much potential. Mal sehen, ob sie es halt nutzen. Also ich meine, es ist nicht unerfolgreich, das Spiel. Es spielen nee. Schon ganz gut Leute. Die haben auch ganz gut, glaube ich, verkauft. Ja, müssen halt nur am Ball bleiben bei sowas. Das muss schnell kommen. Weißt also du, damit sie machen viel so Kleinkram, aber halt Content im Moment glaube ich nicht. Ja, halt das ist jetzt erstmal stabil, ne? Naja. Weil es gibt ja schon noch so, auch gerade dann beim Multiplayer, ne, so dass das ständig neu starten muss, das haben weil sie irgendwas auch irgendwie passiert. Kurz vor knapp reingedrückt. Normalerweise hätte es gar keinen Multiplayer haben sollen. Aber ich glaube, ohne Multiplayer wäre es auch echt lame. Ohne Multiplayer hätte ich, glaube ich, auch nicht so viel Spaß. Das so ein Spielkoop macht eine Menge hier. Ey, die Basis sieht aber auch schon echt böse mittlerweile aus. Ja. Schau dir diese Festung an. Schau dir diese Maze an. Schau dir dieses Katapult an. Oh, da war einer an der Base, da lag ein Sack vorne am Eingang. Ein Hodengebell. Irgendwer hat sich gedacht, sind die zu Hause? Sind die zu Hause? Ich riech was Leckeres. Riech was. Rotor ist eigentlich so eine geile Falle. Ja, dieser Schredder. Mixer. Ist schon geil, ja. Wie sieht's denn hier aus? Ja, die haben schon ein bisschen was rausgeschossen. Na gut, und den, wenn ich den jetzt lade, ballert der bestimmt wieder rum. Wahrscheinlich, und? Was? Nee. Na gut, wir haben an der Tankstelle alles vernichtet. Ja, irgendwann ist halt alles weg, ne? Irgendwann hast du hier alles aufgeräumt. Gut, ja. Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewertung reindrücken, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tingeling.